Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sovereign Republic hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier in dem Bereich wird jetzt fleißig gebaut und zwar wird hier gebaut, glaube ich, dran. Das habe ich schon mit reingegeben. Ich glaube, die Kneipe habe ich auch schon bei irgendeinem mit reingegeben und die ganzen Sportplätze sind jetzt hier sozusagen im Bau befindlich. Da kann ein bisschen was passieren oder darf ein bisschen was passieren. Die Stromleitung hier ist auch im Bau befindlich. Das ist auch sehr gut. Und hier ist sogar schon fertig, das Stück. Das ist auch sehr gut. Das sollte so sein. Keine Baufahrzeuge. Okay, und hier müssen wir noch... Ich glaube, das müssen wir jetzt schnell kaufen. Oder wir kaufen ein Stück Straße. Da können wir mal, das kostet 3000. Komm, dann machen wir die Leitung hier fertig. Und dann haben wir hier auch schon mal jede Menge illuminiert. Wir sehen, das wirkt es sich gleich direkt aus. Hier ist der Strom von den Straßen bis dorthin gegeben. Gut. Ihr merkt es wahrscheinlich daran, meine Stimme klingt ein bisschen, sagen wir mal, nasal oder beziehungsweise verschnupft. Genau das ist der Fall. Ich habe mich erkältet. Deswegen bitte ich zu verzeihen, falls es diese Woche jetzt dazu kommt, dass irgendwo irgendwie Folgenausfall ist, liegt das einfach daran, dass ich halt es nicht schaffe, 20 Minuten am Stück am Rechner zu sitzen und eventuell dort Sachen aufzunehmen, beziehungsweise halt wirklich dann mir das halt eben selber so dermaßen auf den Rüssel geht, dass ich mich so anhöre, beziehungsweise dass es dann halt eben immer wieder dazwischen miese oder sowas dann da. Das bitte ich zu verzeihen und ja, na gut. Kann halt passieren. Also ich werde meinem Kollegen, der dafür zuständig ist, dass ich jetzt das hier habe, dem werde ich natürlich auch gehörig den Marsch abblasen, wenn ich ihn dann wiedersehe und ihm mal ganz kurz Bescheid geben, dass das gar nicht mal so cool war. So, ich habe auf einem Screenshot in der Gruppe, die zu diesem Spiel ist, auf Facebook, falls ihr das nicht wisst, ich bin da Mitglied, habe ich garantiert schon tausendmal erwähnt, und da habe ich tolle Sachen gesehen. Erstmal werden wir jetzt hier die Wege natürlich durchziehen. Einfach nur, weil wir es können oder damit sie da sind, damit dann halt in unsere Fahrzeuge nicht alle immer hier oben rumfahren, um da hinten hinzukommen, sondern damit die dann hier auch mal hier durchgefahren werden kann und dass der Weg vielleicht ein bisschen kürzer ist. Einige sind nicht kürzer dadurch. Naja. Naja gut, man fährt halt das Stück und das Stück nicht doppelt. Aber dadurch, dass das eine andere Straße ist, ist das sowieso schneller darum der Weg. Aber wir werden jetzt hier die Wege anschließen. Eventuell werde ich sie dann auch modernisieren noch. Das könnte ich ja nicht auch noch bringen. Warum wieder nicht gerade? Naja, gut. Muss ja nicht alles gerade sein hier immer. So. Was das Interessante ist, was ich da gesehen habe auf dem Screenshot, waren natürlich die Bepflanzung zwischen den Feldern. Das hat mir sehr gut gefallen und das werden wir jetzt auch machen, dass wir hier ein paar Bäume dazwischen stellen. Dass das so ein bisschen aussieht wie so eine Hecke, die da ist oder so. Zwischen den Feldern als Windbreaker. Das übrigens, und dann bin ich jetzt wieder in meiner alten Heimat unterwegs, oder beziehungsweise in einem Bereich, den ich sehr oft durchfahren habe, als ich in Magdeburg gewohnt habe, nämlich die Magdeburger Börde. Und falls ihr die Magdeburger Börde kennt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ihr da aus der Gegend kommt, das ist sozusagen so ein bisschen Kornkammer von Sachsen-Anhalt, also sehr, 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 sehr viele Felder sind dort. Und die haben das Problem, also das ist erstens, warum ist das so, kann ich auch ganz kurz erklären. Da gibt es den sogenannten Lös, das ist ein bestimmter Boden. Und der wurde halt eben bei der Eiszeit dahin transportiert durch Wind und Wetter, ähnliches, bleibt der dann halt eben vor den Mittelgebirgen liegen. Das heißt, das ganze Gebiet und Band, quasi quer durch Deutschland durch, alles so, also deswegen ist auch Niedersachsen und so weiter sehr, sehr, sehr stark landwirtschaftlich genutzt, haben halt einen relativ guten Boden. Dadurch kommt es dann halt zustande, dass dort an diesen Stellen Sachen gut wachsen, zum Beispiel Kartoffeln, Spargel, sonst irgendwas dergleichen, weil es ein relativ lockerer, sandiger Boden ist, der sehr viel Nährstoffe in sich hat. So. Und da hat man natürlich dann gedacht, ne, wie wir hier, ne, umso größer die Felder, desto effektiver die ganze Sache. Und was man natürlich nicht bedacht hat, ist, dass auch die Bäume und Büsche, die dort standen, dafür gesorgt haben, dass quasi der fruchtbare Boden auch da bleibt und nicht wegeruiert wird oder erodiert, nicht eruiert, eruiert, erodiert, erodiert wird. Durch den Wind halt, also durch den Wind abgetragen wird und dann halt eben verschwindet und er war nie mehr gesehen und liegt jetzt auf den Harzer Bergen oder sowas. Und das war dann oder ist dann halt eben genau der Moment,
wo man denn da auch auf die Idee kam, Mensch, wir können ja zwischen den Feldern wieder Hecken hinpflanzen, damit der Wind gebrochen wird und der Wind halt nicht mehr so einfach über diese großen Flächen mit aller Kraft drüber wehen kann, sondern dass er halt eben wirklich dann in Bodennähe durch die Bäume gebrochen wird und oben kann er ja winden von mir aus, aber dass er den Boden nicht mehr mitnehmen kann. Hui. So viel wollte ich dich gar nicht erzählen, das hätte ich jetzt bei Ihnen her. Eigentlich wollte ich nämlich ein ganz ruhiges Let's Play machen, damit ich nämlich mit meiner Stimme nicht ganz so viel mache, aber naja, gut. Gut, jetzt kommen wir genau dahin. Jetzt will ich nämlich hier ein paar Büsche und Bäume pflanzen und wir nehmen natürlich schnell wachsendes Gebüsch und Gelöt, was denn da hingeht und werden jetzt hier einfach mal ein paar Pappeln dazwischen stellen hier als Hecke. Ach, dass das nicht ganz gerade passiert, finde ich natürlich wieder ein bisschen schade. Wir hätten sie natürlich auch gerade pflanzen können, aber das wäre ja zu einfach gewesen. So, da überall so ein paar Pappeln am Acker mal lang. Das bricht natürlich hier auch ein bisschen die Optik dann für unsere für unsere Kamerafahrten halt immer, die wir dann halt manchmal machen, ne? Wenn wir dann jetzt hier so durchgucken und dann kann man dann halt eben hier schön. Warte mal, ich muss das mal ausmachen. So, und dann kann ich mit der Kamera runter. So. Wenn man dann hier so über das Feld guckt, dann ist es natürlich dann immer ein bisschen schöner, wenn da noch ein bisschen Grünzeug dazwischen steht. Das habe ich auf dem Screenshot halt gesehen in dieser Gruppe. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, Mensch, als Kind, das muss ich unbedingt auch machen. Oder beziehungsweise ich muss mal mehr. Das halt eben auch so anlegen, dass wir dort Büsche, Bäume und Pflanzen dazwischen haben. Ach komm, ich mach das hier ein bisschen jetzt so grün, ist das doch schädig rein. So, da sind ein paar Büsche hin. Und wenn die da hin sollen, dann wachsen die ja schon. Auf dem Acker werden sie sich eh nicht hinstellen. So. Ja, Ackernagel. Was? So. Vielleicht müssen wir einzelne Bäume wieder rauslöschen, dann nachher später, wenn wir da sozusagen zu Gange sind, aber. Dann machen wir hier nochmal schön. Das hat man ja sowieso, die Pappel, das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, dass das sozusagen das Gehölz des Ostens war, weil halt schnell wachsend, ne? Und dann hat man dann schnell einen Holzerfolg, beziehungsweise auch schnell solche Sachen gebaut. Also ich kann mich noch daran erinnern, also nahe meines Heimatortes, in der Altmark, da waren im Nachbarort, also wenn man den Nachbarort angefahren ist, dann ist man direkt auf so eine Pappelwand drauf zugefahren und hat dort quasi dann die Bäume gleich gesehen. Und dahinter war dann auch direkt die LPG, also quasi das Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, die war genau hinter diesen Pappelbäumen halt versteckt und konnte da ganz in Ruhe für sich hinwerken und wirken und Dinge tun. Sachen machen das gut für den Rücken. Und ja, also da ist so eine ganz, ganz, ganz klare Erinnerung auch bei mir, schon so als Kleinkind, immer wenn wir denn in die nächstgrößere in unsere Kreisstadt gefahren sind damals, dass wir das denn da gesehen haben. Das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, gibt es übrigens nicht mehr. Steht jetzt ein Lidl. Naja. Macht nix, ne? Ist halt so. Jetzt früher nicht gegeben, ein Lidl. Man, das ist noch so ein Ding, wo ich mich immer frage, was wäre, wenn? Also wenn jetzt, sagen wir mal, 89 jetzt die ganze Sache da nicht krachen gegangen wäre und wenn sozusagen der real existierende Sozialismus auf deutschem Boden eine Chance gehabt hätte, oder beziehungsweise nicht eine Chance gehabt hätte, sondern einfach, wenn es ihn weiterhin gegeben hätte, ne? Also wenn das nicht so ein Pleitegeschäft gewesen wäre, sondern wenn sich da jetzt irgendwie die Sache einigermaßen gut entwickelt hätte und die Sache sich gut entwickelt hätte und es wirtschaftlich halbwegs tragbar gewesen wäre. Also wenn man das System halt nicht kollabiert wäre. Ja. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Wenn das System nicht kollabiert wäre, was dann wohl geworden wäre aus dem Ganzen, hätten wir, oder wenn ich jetzt in der Art und Weise davon reden würde, ich hätte da gewohnt, hätte ich dann auch ein Smartphone? Gibt es in Nordkorea Smartphones? Also, gibt es das dort? Also, theoretisch kann man sich das ja in Nordkorea anschauen, wie es vielleicht eventuell, aber
Aber Nordkorea kann man auch wieder nicht vergleichen mit der DDR, ne? Das war jetzt nicht ganz so. Im Übrigen, Südkorea hat damals sehr genau zugeguckt, wie das mit der deutschen Einheit funktioniert. Und die sind jetzt gar nicht mal mehr so darauf aus, sich mit Nordkorea wieder zu vereinen, weil das nämlich relativ viel Geld kostet, ne? Also, ich meine, da haben ja, hat ja dann, sagen wir mal, die sozialen Kassen, die wurden da ja ordentlich geplündert. Also, die, ich kann da schon durchaus den Unmut verstehen, so mancher Westbürger, weil sehr, sehr viel Steuergelder und ähnliches aufgebraucht wurden, um quasi den, die neuen Bundesländer dort wirtschaftsfähig zu kriegen. Ne? Also, auch wenn man da viele Fehler bei gemacht hat und auch viele Leute sich daran bereichert haben, die eventuell vielleicht, sagen wir mal, nicht unbedingt immer so diesen, das Positivste von allem dargestellt haben, sondern auch wirklich das ausgenutzt haben, dass es dort dann Fördergelder ohne Ende gab und einfach mal was von den Fördergeldern gesagt haben, naja gut, ich meine, wenn sie sie mir geben, dann habe ich sie erstmal. Also da gab es sicherlich auch viele schwarze Schafe. Aber ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es wäre so ein Ding, so mal in die Glaskugel gucken, einfach mal nachzugucken, wie es vielleicht gewesen wäre und ob ich dann da vielleicht, ich weiß nicht mal, was ich geworden wäre, ne? Also die Chance ist ja groß, dass ich dann auch Treckerschrauber geworden wäre. Also mein Vater, der war ja auch in der LPG-Pflanze, war der halt eben der Meister in der Werkstatt. Also einen Meistertitel hat er gehabt, aber er war nicht der Werkstattmeister. Aber vielleicht wäre ich denn da auch hingekommen, ne? LPG-Schrauber. Boah, nee, das wäre mir nichts, ne? Ich habe ja einen Schrauberberuf gelernt, so ist es nicht. Also ich habe ja Kfz-Mechanik, habe ich ja gelernt, aber wie gesagt, das habe ich relativ schnell dann sein lassen und zugunsten meiner Informatiker-Ausbildung. Im zweiten Lehrjahr habe ich zu meinem Meister gesagt, ja, Meister, du kannst mir jetzt hier alles beibringen, damit ich dann hier eventuell vielleicht noch die Gesellenprüfung bestehe. Die mache ich auch und dann bin ich da aber raus aus dem System, ne? Im Leben werde ich nicht als Schrauber arbeiten. Da hat mein Meister ganz schön doof geguckt. Da hat er mich auch in Ruhe gelassen danach. Also wirklich. Also dann hat er mich auch wirklich komplett in Ruhe gelassen und gesagt, naja, komm, das hat keinen Sinn. Also den jetzt hier irgendwie festzubinden und daran anzubinden, dass der hier eventuell dann was macht, ne? Elektronische Komponenten gibt's nicht mehr. What? Gut. Achso, die kann der, den ich da rangesetzt habe, wahrscheinlich gar nicht dahin bringen, ne? Das kann natürlich Sinn, ne? Warte mal. Er hat, glaube ich, so ein Fahrzeug dafür, ne, für elektronische Komponenten. Ja, da fährt er gleich los. So. Geht Licht an, ist einer Rennsprung und los geht's. Gut, fein. So, und hier haben wir jetzt natürlich ordentlich Wald gesetzt, aber da, ich denke mal, da werden wir so ein paar einzelne Bäumchen, wenn wir dann mal wieder rausnehmen, denn, damit das nicht ganz so schlimm aussieht hier, nicht ganz so eng bewaldet ist, müssen wir mal gucken. Ah, das, oder wir hätten wirklich diese einzeln setzen müssen dann, aber dann, da hätte ich dann, naja gut, da habe ich dann die Ruhe nicht dazu, da denke ich mir, oh, Wald, ne. Oh Gott, wie viele Bäume ich in meinem Leben schon gepflanzt habe. Ne? Das habe ich auch schon, also von so einem heimatlichen Hof habe ich das ja auch das sehr häufig gemacht. Bäume pflanzen. War da. Weiß nicht warum, aber es war so eine Beschäftigung, die hat man noch häufiger gemacht. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch nicht ganz kapiert, warum man das immer wieder macht. Das stimmt, ja. So, warte mal. Du hast jetzt hier das Problem, dass du nicht an die Straße rankommst, ne? Jo. Kaufe ich dir erstmal die Straße hier, dann werde ich den da auch noch gleich mal von den Jungs hier bauen lassen. Chromtrasse XYZ. Okay, nicht das Baufahrzeug erwischen. Der hat wirklich nur noch die Road. Ah. Alles andere ist fertig. Das heißt also, wir haben jetzt wirklich jetzt hier dann. Der hat gar nichts mehr, okay. Gut, dann, das ist ja schon mal schön. Also die ganzen Sport-Sachen sind auch schon fertig. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns hier um den mittleren Bereich. Und werden jetzt hier natürlich dann ordentlich. Ups. Zuschlagen und sagen, bau uns mal hier alles in der Mitte. Das wird noch teuer genug, aber wenn das dann fertig ist, dann ist das fertig. Ne? Also da werden wir jetzt sicherlich sehr viel Baumaterialien drin, Fair und G brauchen.
So. Sehr schön. Oh, das hatte ich gar nicht erwartet, dass sie... Hm, schon? Ah, der hat noch nicht. Okay. Ja. Ja, genau. Neuen Fahrzeug, einen neuen Waggon-Typ haben wir. Geschlossener Waggon, der ist also für fertige Waren oder für Nahrungsmittel und ähnliches gedacht. So, sehr schön. Hier kann es weitergehen. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Neuen Waggon, bringen wir Marktvariante, Güterwaggon 11270. Da können wir uns hier mal angucken, was der denn macht. Nee, das ist jetzt Zementtank, das wollte ich nicht. Güterwaggon wollte ich mir angucken. 1172, damit kann man so ziemlich alle Güter transportieren. 34 Tonnen Alkohol gehen da rein, das ist natürlich auch sehr schön. 20 Tonnen Chemikalien, also da geht ein bisschen was nein. Den können wir später noch benutzen. Wir brauchen ja hier, das machen wir ja sowieso noch, wir müssen hier auch ein Warenhaus haben für Waren, die wir da einkaufen, hier in unserem Einkaufsgebiet. Ne? So. Können wir für die Waren dort importieren und dann selber transportieren. So, das sollte ja schon ganz cool werden. So, was ist hier los? Du kriegst jetzt wieder 8,7 Tonnen Kohle nicht raus, weil du kein Eisen jetzt mehr hier hast. Ne? Da müssen wir, ja, eigentlich habt ihr recht, wenn ich das mit zwei Zügen mache, aber ich habe nicht das Geld für den zweiten Zug gerade. Ne? Deswegen müssen wir immer noch mal ab und zu mal einmal hier sagen, manueller Kauf. Gib mir mal 60 Tonnen. Und nehmen Material hier, damit er da produziert wieder und dann kann hier die Kohle raus und dann ist alles cool. Cool, cool, cool. So, sehr schön. Gut, worüber haben wir uns heute unterhalten? Wir haben uns heute über die Magdeburger Birne unterhalten. Wir haben hier noch ein paar Bäume gepflanzt, die schon mal ganz schön gut gewachsen sind. Hier sind echt ein bisschen dicht. Dann müssen wir mal ein bisschen nachher mal ausdünnen. Aber es sieht schon mal besser aus als vorher, als diese ganze plane Fläche hier. Da habt ihr, also das muss man auch sagen, so für dieses ganze Schönbau-Optik-Raufguck habe ich so nicht so ein... So richtig den, naja, nee, einfach naja, nee, muss ich sagen, das muss ich wirklich so sagen, ist naja, nee. So, apropos, ich wollte noch gucken, ob ich diesen Monat schon wieder irgendwelchen Elektronikverkauf hatte oder nicht. Oder letzten Monat hatte ich es noch, ne? Da habe ich noch Elektronik verkauft, genau, diesen Monat, ach, dieses Jahr, diesen Monat. Also Elektronikverkauf, der sollte jetzt rausfliegen hier, hoffentlich. Dass ich das nämlich gefixt habe. Sehr schön. Gut. So, hier fangen sie alle überall an zu bauen. Das wird natürlich teuer jetzt. Hier Kies, Beton, 20 Tonnen Stahl. Hier gehen 87 Tonnen Stahl rein. Hier gehen auch 43 Tonnen Stahl rein. Hier gehen 15 Tonnen Stahl rein. Und hier gehen, naja, 7,5 Tonnen Stahl. Das geht alles noch. Also, wie gesagt, hier geht jetzt jede Menge Material rein. Also das Stahl, den Stahl, den wir hier haben, den werden wir garantiert komplett verbrauchen dafür. Aber wenn das dann fertig ist, ne, diese ganze Infrastruktur, dann müssen wir LKWs sichten und dazu bringen, dass die da was machen. Dann müssen wir Busse dazu bringen, dass die hier was machen. Das heißt, wir müssen auch wieder Fahrzeuge einkaufen. Das wird dann auch dementsprechend nochmal teuer an der Stelle, denn wenn wir hier jeweils zwei Busse für diese Busstation sozusagen jeweils haben, ne, weil ein oder drei Busse, ein Bus von jeder Busstation fährt hier oben hoch in das Kohlewerk. Ein Bus fährt auf jeden Fall immer hier mittig rein, damit hier in diesem Bau-Boomland ein bisschen was passieren kann. Und ein Bus fährt auch immer hier vorne auf diese, oder beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, also doch auf diese Ecke hier mit, hätte ich gesagt. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal eine Textil- und Chemieindustrie machen. Ja. Das gar nicht, der geht gar nicht bis darüber, ne? Bis zu der Chemieindustrie geht er nicht rüber, ne? Ja, bis dahin geht er. Ach ja, da kommen wir nicht ganz hin, ne? Da können wir auch machen, was wir wollen, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen besser dann aufbauen hier mit den Chemiegelöt und so, ne? Dass das ein bisschen besser funktioniert. Und dann müssen wir da mal gucken, dass wir das noch einmal komplett haben. Damit wir dann auch Textilindustrie haben für unseren Verkauf in Richtung USA. Und wir werden in der nächsten Folge den letzten Streifen hier hinten ansetzen, dass wir den auch fertig bekommen. Alles klar. So, ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss jetzt ganz dringend wohin, sonst haben wir gleich ein Malheur hier, das wollen wir nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Jetzt wird das so langsam mit Gebäuden gefüllt hier. Klasse. Gut. Bis dann. Tschüss.